Hallo meine lieben Leute, ich bin euer Staatsmann. Ich möchte euch zeigen, wie ihr in CSS das GUI jetzt installiert wieder, weil seit dem Update ging das nicht und Wave hat sich da etwas Besseres einfallen lassen. Also wenn ihr es nochmal startet, seht ihr sowas hier. Ich habe jetzt das Rocket, bitte jetzt nicht verwirren, das ist jetzt schon ein GUI drinnen. So schaut es im Endeffekt aus und es ist eigentlich sehr, sehr einfach. Am Anfang gehen wir an und suchen uns ein GUI aus. Ich habe jetzt einfach mal eins rausgesucht. Klicken wir mal auf Download und dann auf OK. Dann ladet er das runter. So, dann öffnet sich das schon. So. Und jetzt haben wir hier ein paar Sachen drin. Jetzt muss ich kurz schauen. Ich habe das. Sind die DX-Level? Die brauchen wir jetzt nicht. Counter-Strike, C-Strike. So. Und da haben wir die drei Sachen. Also hier sind die ganzen Dateien drinnen, die wir vorher eigentlich immer direkt in den CFG-Ordner geschmissen haben. Wir können es einfach Copy-Paste machen, also String C. So. Und jetzt suchen wir uns Verknüpfung raus. Also ich habe hier Verknüpfung, also Programme, Steam, Steam Apps, Common, Counter-Strike Source. Und jetzt gehen wir in C-Strike rein und dann in Custom, Customer Order. Das sollte sogar jeder vorhanden sein. Und dann müsste hier ein my-custom-stuff Ordner sein. Wenn das nicht ist, einfach neu erstellen. Ich mache das jetzt mal. My-custom-stuff. So, geht mal rein, kopiert hier einfach die Sachen rein. Und im Prinzip, das war's schon. Mehr muss man nicht machen. Jetzt kann man schon wieder starten. Und man sieht, neues Logo. Okay, da ist jetzt ein Sound dabei. Muss ich kurz anwenden. Aber ihr seht, es funktioniert. Ich klicke jetzt einfach mal drauf. Ich weiß nicht, ob es den Server noch gibt. Ich habe jetzt irgendeine Konsole on-off. Also es funktioniert alles wunderbar. Und man kann das so mit vielen beliebigen machen. Also wenn ich jetzt wieder reingehe und zum Beispiel so, muss ich nur umbenennen. Zum Beispiel bin ich jetzt alt. Ach, kacke. Ja, also wirklich immer den Unterstrich auch wegmachen, weil sonst bleibt nämlich das andere alte GUI erhalten. Wenn ich jetzt Counter-Strike öffne. Okay, jetzt ist das SL unten dran, aber eigentlich soll das alte GUI wieder da sein. Und man kann natürlich jetzt das auch so machen, dass man einfach den Ordner wieder rauslöscht. Und dann soll das ESL eigentlich auch nicht mehr da sein. Oder? Ja, jetzt ist es nicht mehr da. Okay. So. Das war's von mir. Danke fürs Zuschauen. Also, tschüss.